Hallo und grüß euch zu einem neuen Kurz-Let's Play. Wir spielen eine Runde Bounty Train. Das wurde so beschlossen. In der Abstimmung vom letzten Stimmungsbarometer bin ich auch sehr zufrieden mit dieser Abstimmung, mit dem Ausgang der Abstimmung, weil Bounty Train, das ist ein Spiel, das habe ich schon sehr, sehr lange, seit der frühesten Early Access Phase, habe es aber nie wirklich viel gespielt, immer nur so eine Stunde oder zwei, wenn ein neues Update gekommen ist. Aber den Story-Modus, den habe ich nie wirklich zu Ende gespielt, im Ansatz nicht. Und von dem her würde es mich schon mal interessieren, da ein bisschen mehr reinzuschauen. Bei Bounty Train besteht allerdings auch die Gefahr, dass das Spiel ein bisschen langweilig und repetitiv wird. Ein Grund mehr, ja, ein Kurz-Let's Play draus zu machen. Mal 3 bis 5 Folgen wäre angedacht, dass ich jetzt aufnehme und dann schauen wir uns das Ganze an. Ich warte auf eure Kommentare und wir beschließen dann gemeinsam, ob wir weiterspielen oder nicht. Bin entsprechend auch kein Profi bei dem Spiel. Kann sein, dass ich mich davor ein bisschen verlevele, ich nenne es mal so, weil bei Bounty Train muss man doch relativ viele Entscheidungen treffen, wie man den Charakter levelt, für was man sein Geld ausgibt, was man kauft. Und das Ganze hat durchaus auch seine gewisses Potenzial, dass man sich auch mal in ein Eck manövriert, wo man schwer wieder herausfindet, eventuell verliert man da relativ viel Zeit. Also das Ganze bitte, wie gesagt, nicht als Tutorial sehen. Kampagnenmodus versus freies Spiel. Wir spielen natürlich die Kampagne, der Story-Modus, meiner Meinung nach ein wichtiger roter Faden bei dem Spiel. Sonst, ja, tatsächlich die Gefahr, dass es zu repetitiv wird. Und punkto Schwierigkeitsgrad habe ich jetzt lange überlegt, ob ich auf einen höheren gehen soll. Da gäbe es ja noch schwer und unschaffbar, könnte man sich auch individuell zusammenstellen. Aber ich denke mal, unter dem Aspekt, dass ich es eben, wie gesagt, nie viel gespielt habe, ist normal sicher ein guter Einstieg. Der erste Teil vom Spiel ist mehr oder weniger so eine Art Tutorial, wo man selber nicht wirklich was entscheiden können. Hier müssen wir mit ein paar Charakteren interagieren, ein paar bestimmte Aufträge erledigen und entsprechend werde ich auch dann nach und nach das alles hier herum erklären, wenn es denn relevant wird. Zuerst müssen wir einfach mal mit dem Jeremiah sprechen, der berichtet uns über den, ja, leider Tod unseres Vaters. Mal schauen, ob wir ein bisschen mehr erfahren. Guten Tag, Walter. Mein Name ist Jeremiah Sullivan Black. Ich habe für Ihren Vater sämtliche anwaltschaftliche Pflichten übernommen. Ich weiß auch, der Sie wegen seines Ablebens kontaktiert hat. Dann fragen wir mal genauer nach. Ihre Nachricht erwähnte nicht, was genau meinem Vater zugestoßen ist. Ich würde gerne mehr wissen. Ich weiß leider auch nichts Genaues. Ich hege allerdings den Verdacht, dass sein Tod mit seinem Beruf zusammenhängt. Er wurde auf genau der Bahnstrecke ermordet, die er so mühevoll erbaut hatte. Sie und ich, wir haben einen schweren Weg vor uns, wenn wir beenden wollen, was er begann. Fragen wir mal genauer nach dem Unternehmen. Sie erwähnten die National Pacific Railroad Company. Was hat es damit auf sich? Ihr Vater war Teilhaber der National Pacific Railroad Company, dem Unternehmen, das die erste transkontinentale Bahnstrecke der USA baut, die irgendwann Ost- und Westküste verbinden wird. Klingt nach einem großen Regierungsprojekt. In der Tat, Ihr Vater wollte eine möglichst kurze und nicht zu teure Bahnstrecke konstruieren. Auf seinen Geschäftspartner und über den Namen stolper ich garantiert immer wieder. Darum heißt er ab sofort Cornelius. Aber sein Geschäftspartner Cornelius hatte andere Vorstellungen. Er hat sich in den Kopf gesetzt, eine längere Strecke zu bauen, um möglichst hohe Fördergelder von der Regierung zu erhalten. Aus der Sicht eines Geschäftsmanns ist das nicht abwegig. Schließlich würde das Unternehmen erheblich profitieren, oder nicht? Das ist wahr, aber die Strecke, die Cornelius plant, verläuft mitten durch Indianergebiete. Das sind Konflikte, nur eine Frage der Zeit. Und Konflikte bedeuten Leid und Tod. Wir sprechen hier von Hunderten, wenn nicht Tausenden unschuldiger Opfer. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu verhindern. Ja, dann verlieren wir keine Zeit. Was kann ich tun? Wir stehen noch ganz am Anfang. Bringen Sie zunächst eine Lieferung zu Mr. Quincy, einem Beamten in Boston. Mit seiner Hilfe erhalten wir eine Lizenz für die Bahnstrecke zwischen New York und Boston. Im Gegenzug habe ich ihm versprochen, die erwähnte Lieferung für ihn zu übernehmen. Ach richtig, Sie benötigen natürlich auch die Streckenlizenz für Portland und Boston, die habe ich für Sie besorgt. Wo in Boston kann ich Mr. Quincy finden? Nun, im Rathaus natürlich, allerdings nur zu den ausgeschriebenen Öffnungszeiten.
Gut, das ist ein bisschen unhöflich vielleicht, dann sagen wir einfach, ich verstehe und werde mich drum kümmern. Und wie gesagt, das Rundherum, das schauen wir uns später an. Vorher ist mal wichtig, hier ist der Walter, unser Charakter, das ist unser ja, klappriger Zug. Und wir haben im Moment ein bisschen Baumwolle geladen, die wir eben nach Boston liefern sollen. Da haben wir auch die entsprechende Aufgabe. Hier mit dem Anwalt haben wir schon gesprochen, das kann weg. Und hier auf der USA-Karte sehen wir auch, da sind wir aktuell in Portland. Hierhin wollen wir nach Boston, ist gesperrt, aber wir haben ja die Lizenz. Damit ist die Strecke freigeschalten und da unten sehen wir noch ein paar Daten zum Zug. Das Einzige, was im Moment relevant ist, ist, ja, wir haben ein Crewmitglied, das sind wir selber, können auch nicht mehr mitnehmen, keine Passagiere. 5 geladene Fracht, 3 Tonnen Kohle. Die verbrauchen wir jetzt zum Teil, wenn wir nach Boston fahren. Die maximale Geschwindigkeit PS und die sonstige Tonnage, die besprechen wir ein bisschen später. Hier hätten wir noch zur Wahl, dass wir etwas langsamer fahren. Das verbraucht dann weniger Kohle. Aber meiner Erfahrung nach ist die Kohle relativ günstig. Und vor allem in dem Schwierigkeitsgrad, in dem wir hier spielen, da müssen wir, glaube ich, nicht auf in dem Fall wirklich Dollarbeträge achten. Hoffentlich zumindest nicht. Dann fahren wir nach Boston, da sollte uns nicht viel passieren. Später ändert sich das durchaus. Und hier haben wir noch einen Brief vom Jeremiah, der schreibt, Walter, ich hoffe, die Lieferung für Mr. Quincy verläuft zufriedenstellend. In der Zwischenzeit habe ich eine vielversprechende Unterhaltung mit dem Beamten des Rathauses in Portland geführt. Ich versicherte ihm, dass jemand sind, auf den man sich verlassen kann. Hier in Portland wäre man nun bereit, ihnen Geschäftsaufträge anzubieten. Das sollte uns genug Geld verschaffen, um das Geschäft zum Laufen zu bringen. Sollte Ihr Auftrag misslingen, sinkt allerdings Ihr Ansehen und die neuen Geschäftspartner werden es sich zweimal überlegen, bevor sie noch einmal mit einem Auftrag betrauen. Enttäuschen Sie mich nicht, hochachtungsvoll, der Jeremiah. Gut, unser Auftrag, besuche das Rathaus, dann machen wir das mal, das ist da hinten. Sind Sie Mr. Quincy? Jeremiah Black hat mich angewiesen, Ihnen die Ware zu überbringen. Es ist alles hier, Sie können sie gerne ausladen. Ausgezeichnet, mein Freund Jeremiah lässt mich nie im Stich. Junger Mann, Sie sind nicht von hier, richtig? Ich kenne Sie noch gar nicht. Gut, lügen müssen wir, glaube ich, nicht. Mein Name ist Walter Reed. Mein Vater war Teilhaber der National Pacific Railroad Company und ich bin gekommen, um herauszufinden, was mit ihm passiert ist. Ich habe vom Schicksal Ihres Vaters gehört. Mein aufrichtiges Beileid. Ich hoffe, Sie können Licht ins Dunkel bringen. Um Ihnen den Start zu erleichtern, kann ich Ihnen Frachtaufträge für Boston vermitteln. Die sind recht gut bezahlt. Klingt großartig, vielen Dank. Oh, und Mr. Black hat mich auch gebeten, die Streckenlizenz mitzubringen, die Sie ihm zugesagt hatten. Aber sicher, hier ist die Streckenlizenz gültig zwischen Boston und New York. Richten Sie Mr. Black meine Grüße aus. Vielen Dank. Und jetzt hätten wir hier auch schon einige Charaktere, mit denen wir noch plaudern können, ein paar andere Betriebe, die wir besuchen können, aber wie gesagt, jetzt am Anfang ist das noch nicht relevant. Fahre nach Portland, bringt Jeremiah die Streckenlizenz. Also fahren wir zurück und bringen ihm die Lizenz. Alles bestens. Und ich habe die Streckenlizenz für Boston, New York beschafft. Ob es gut gegangen ist, fragt er uns. Gut, damit steht uns die Tür nach New York offen. Wir sollten gemeinsam hinreisen, nur ist dafür ein Güterwagen ausgesprochen ungeeignet. Wir brauchen Geld für einen Passagierwaggon. Ja, wie verdiene ich Geld? Das weiß ich zum Glück schon. Fragen wir mal trotzdem. 2 Wege. Sie können Aufträge in Rathäusern annehmen oder Sie handeln mit Waren in den Städten. Ich weiß Bescheid. Gut, ab sofort haben wir ein neues Fenster neben dem Bahnhof hier, den Markt. Und da sehen wir, es gibt hier einiges an Waren. Relativ wenig im Moment noch, das wird etwas mehr später. Wir haben hier Kohle für 20 Dollar. Können wir mal kaufen, um einfach unseren aktuellen Vorrat wieder aufzufüllen. Dann haben wir hier Werkzeuge und Medizin. Und das heißt, wir können handeln. Entsprechend können wir hier mal schauen, was kostet was. In Portland sind wir aktuell, da zum Beispiel Werkzeuge, können wir nachschauen gehen, die kosten hier 83 im Einkauf und bringen 104 im Verkauf in Boston, also machen wir hier einen Gewinn. Sollte man darauf achten, diese Information hier, die veraltet mit der Zeit, wir waren jetzt gerade in Boston, von dem her ist sie sehr aktuell, aber wenn man das eben nicht aktualisieren kann, sein, dass der Preis nicht mehr stimmt und dann unter Umständen kaufen wir etwas, was eben keinen Gewinn mehr bringt. Und die Medizin,
Strategie wird hier in dem Fall auch ein bisschen was bringen. Läuft fast aufs Gleiche raus, ist nicht allzu viel Unterschied. Ich nehme, glaube ich, in dem Fall lieber Medizin mit, weil wir uns hier mehr leisten können. Wir haben nämlich nur $160. Das heißt, wir können hier einfach alles einladen. Was auch geht, ist natürlich Aufträge im Rathaus annehmen. Das hat allerdings geschlossen. Darum würde ich sagen, warten wir, bis es öffnet. Besuchen wir das Rathaus und sehen, hier gäbe es eine Menge Aufträge. Die weiß sind, die können wir annehmen. Die rot sind, für das haben wir zu wenig Ansehen. Aktuell haben wir 0 Ansehen. Sie haben auch hier in Portland. Mit den Aufträgen steigt unser Ansehen. Da zum Beispiel eben 2 Einheiten Nahrung nach Utica. Innerhalb von 6 Tagen bekommen wir Geld und eben Ansehen in beiden Städten und auch Erfahrungspunkte. Da können wir allerdings, glaube ich, noch nicht wirklich hin. Wir können allerdings mittlerweile nach New York, weil die können wir jetzt freischalten oder auch nicht. Warum nicht? Ich glaube, wir müssen vorher, wir müssen vorher hier handeln und die 400 verdienen, bevor wir mit dem Jeremiah da runterfahren können, dann kann man das, glaube ich, erst freischalten. Okay, das heißt, die Aufträge bringen uns im Moment noch nichts. Wir hätten hier auch mitunter Passagiere, die wir mitnehmen können oder andere Charaktere, mit denen wir plaudern können, zum Beispiel die Mary. Allerdings, die meinen, starren Sie mich nicht so an. Mein Verlobter kann gut mit dem Revolver umgehen. Er hat in dieser Stadt schon viele Männer, die ihre Hände nicht bei sich behalten konnten, einer Lektion erteilt. Da entschuldigen wir uns mal. Gut, dann in dem Fall, kaufen wir Medizin. Können wir einfach raufziehen. 5 Stück können wir uns auch nicht leisten. Dann kaufen wir 4 für 144. Sehr zerbrechlich, müssen wir aufpassen, wenn wir überfallen werden oder ähnliches. Dann kann das Zeug kaputt werden, kann auch in Brand geraten. Und das Ganze wiegt natürlich auch, in dem Fall nicht sehr viel. 4 Tonnen für die 4 Einheiten. Das heißt, da unten sehen wir jetzt, sogar 4 Tonnen. Quatsch, das war eine Tonne für alle 4 Einheiten, so rum. Das heißt, unsere Tonnage ist kaum gestiegen. Hier haben wir nämlich auch ein Limit. Das ist hauptsächlich durch die Lokomotive vorgegeben. Die müssen wir später upgraden, können auch neue Lokomotiven kaufen, den Zug auch verlängern. Wenn wir hier schwere Sachen laden, kann es passieren, dass die Lokomotive eben das nicht mehr ziehen kann und auch die Höchstgeschwindigkeit sinkt natürlich, wenn wir zu schwer geladen haben oder wenn wir zu wenig PS haben. Gut, sonst kann man, glaube ich, nichts machen. Dann fahren wir jetzt mal nach Boston und verkaufen die Medizin. Und das ist jetzt ein bisschen ein Hin und Her, bis wir das Geld zusammen haben. Das müssen wir jetzt halt durchhalten. Hilft nichts. So, mit ein bisschen Gewinn immerhin $60. Und was können wir hier kaufen? Wir hätten Baumwolle, Stahl, Stoffe. Da gibt es auch eine andere Übersicht, die ich fast ein bisschen angenehmer finde. Nämlich die hier. Da sieht man schön, was hier produziert wird. Und ja, wenn hier eine hohe Zahl ist und hier eine niedrige, dann ist tendenziell etwas, was relativ viel Geld bringt. So wie hier zum Beispiel der Stahl. Der bringt uns wirklich viel. Die Stoffe nicht unbedingt. Und sonst haben wir eh nichts. Das heißt, Stahl wäre das lukrativste. Wiegt allerdings auch sehr viel. Da sehen wir es jetzt zum Beispiel schon 7,5 Tonnen. Bekommen wir auch nicht voll, weil wir nicht genug Geld haben. Wir können den Rest aber auffüllen mit Baumwolle. Die war ja auch, glaube ich, mit Gewinn zu verkaufen. Perfekt, dann wieder zurück. Jahresabschluss haben wir hier. Beziehungsweise Monatsabschluss, Jahresabschluss, Monatsabschluss. Dann Stahl wieder raus, Baumwolle raus. Und die Frage, lohnen sich immer noch Medikamente? Medizin, besser gesagt, nicht mehr viel, da würden sich die Werkzeuge eher lohnen. Nehmen einfach so viel mit, wie geht. Und sonst können wir es nicht leisten. Doch, wir können noch eine Medizin mitnehmen. Dann wieder zurück. Und jetzt haben wir, glaube ich, die 400 zusammen, die wir brauchen, um einen Passagierwaggon zu kaufen. Da haben wir noch der Joseph, reden wir den mal an. Wissen Sie, was das ist? Wissen Sie es? Na? Ein Stapel Papier? Das ist kein simples Papier, sondern Gettys.
medizinisches Papier. Ich habe es selbst erfunden. Es wird unsere Toilettenhygiene revolutionieren. Sie haben nicht zufällig eine eigene Lokomotive, oder? Heraus damit, was wollen Sie? Ich brauche jemanden, der meine neueste Erfindung nach Cincinnati bringt. Wenn sich mein Papier dort durchsetzt, wird sich sein Ruhm bald über das ganze Land verbreiten. Ich zahle gut, wenn Sie es schnell abliefern. Gut, können wir im Moment eh nicht machen. Vielleicht ein andermal. Wie schaut es eigentlich hier aus mit Aufträgen? Da hätten wir auch welche. Es gibt nämlich auch Aufträge wie den hier, Anlieferung von. Das heißt, hier bekommen wir nicht Waren, sondern wir nehmen das an und müssen dann innerhalb von einem Zeitlimit die Waren anliefern. Aber das bringt uns im Moment auch nichts. Das heißt, wir verkaufen hier das Werkzeug und die Medizin und sind auf nicht ganz 400, aber gleich haben wir es geschafft. Der Stahl, nehme ich mal an, ist immer noch das Interessanteste. Bringt uns 30. Definitiv. Ja. Und diesmal können wir auch 5 Tonnen kaufen. Dann wieder zurück. Und jetzt haben wir die 400. Allerdings, wenn wir jetzt die 400 ausgeben, dann bleibt uns nicht mehr viel. Nur mehr $99 und von dem können wir uns fast nichts mehr kaufen. Deswegen fahre ich jetzt noch einmal hin und zurück. Hier hat man sogar Schmuck. Wenn wir noch mehr Schmuck hätten, können wir den Auftrag annehmen. Mal wieder Kohle kaufen. Apropos Auftrag, gibt es da jetzt irgendeinen, der uns eher passt? Nein, hilft uns noch nichts. Und fahren wir dann einfach wieder zurück mit Werkzeugen. Ja, bringt ein bisschen was. Werkzeuge und Medizin. Das ist im Moment das Einzige. Dann kaufen wir dieses eine Werkzeug noch. Die Medizin. Wie schaut es aus mit dem Schmuck? Ah, der bringt doch auch einiges. Den nehmen wir direkt mit. Und beim Stoff schauen wir nochmal genau. Der bringt nichts. Okay. Das heißt, ich glaube, wir können fahren. Wir könnten den einen Schmuck natürlich jetzt auch sparen. Sozusagen. Jemand in Portland würde uns Geld leihen. Jetzt haben wir ein bisschen zu lang gebraucht, unter Anführungszeichen. Dann bekommen wir ein Angebot. In Portland traf ich jemanden, der bereit wäre, uns Geld zu leihen. Über die Bedingungen weiß ich leider nichts Konkretes. Und wie ein Bankier kam er mir auch nicht vor. Ich fürchte, das Geld ist nicht sauber. Ich überlasse die Entscheidung Ihnen, ob Sie das Angebot annehmen möchten oder nicht. Der Mann heißt Spencer Alvarez und er ist nachts am Bahnsteig anzutreffen. Brauchen wir aber, glaube ich, nicht das Angebot. Eben den Schmuck können wir, wie gesagt, auch sammeln. Wir könnten den hier zum Beispiel ablegen. Da haben wir so ein Zwischenlager, aber im Moment müssen wir einfach Geld machen. Dann verkaufen wir alles. Da machen wir jetzt null Gewinn. Darum werde ich die Medizin wirklich lagern hier. Oder sollen wir sie trotzdem verkaufen? Wisst ihr, was wir verkaufen? Sie bringen zwar nichts in dem Sinn, aber wir haben wenigstens ein bisschen was an... Dachte ich zumindest, warum haben wir jetzt nur mal 499? Ja, vorher hatten wir 499, jetzt haben wir nur mal 484. Hat uns das Kohle kaufen so viel gekostet? Kann sein. Stahl, nehme ich an, ist nach wie vor ein guter Deal. Ja, Stahl und Baumwolle. Baumwolle bringt uns 12, Stahl bringt uns 13. Sonst nicht interessant. Dann nehmen wir den Stahl mit und die Baumwolle. Und da werden wir uns jetzt wirklich den Waggon kaufen, dass wir ein bisschen weiterkommen. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld wie vorher, aber nicht extrem viel. Von dem her ist die Frage, hat sich das überhaupt gelohnt? Egal, sprechen wir mit dem Jeremiah. Wir haben das Geld zusammen. Gut, jetzt brauchen wir noch einen Passagierwaggon. Ein kleiner sollte erstmal ausreichen. Kein Problem, ich weiß nämlich auch, wo es den gibt. Nämlich hier beim Betriebshof, das haben wir jetzt auch zur Verfügung. Hier gibt es diverse Waggons. Das zum Beispiel eben Passagierwaggon, den kaufen wir auch direkt. Und ab sofort können wir zwei
Passagiere mitnehmen. Wir könnten auch früher oder später diese Begleitwagen kaufen, wenn wir neues Personal möchten oder eben auch neue Frachtwaggons. Und da gibt es auch noch weitere inklusive Lokomotiven später. Walter, oder Walter vielmehr, haben Sie den Passagierwaggon? Ja, dort steht er. Gut, ich fürchtete schon, wir müssen am Ende noch laufen. Also dann, auf nach New York. Hier ist noch der Spencer. Ah, das wäre der, der uns Geld leihen würde. Mit dem quatschen wir nicht. Und wir haben einen Passagierplatz frei. Das heißt, wir können ab sofort ja, Passagiere mitnehmen. Das zum Beispiel wäre so eine Kandidatin. Die möchte allerdings nach Utica oder Utica. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht genau. Utica. Da fahren wir allerdings nicht hin. Das heißt, das hilft uns nichts. Und entsprechend werden wir vielleicht bis zum Morgen warten. Weil ich glaube, da gab es einen Auftrag für New York. Und zwar noch 11 Tage haben wir Zeit, hier 3 Einheiten Nahrung hinzuliefern. Die nehmen wir mit. Die werden automatisch eingeladen. Und dann hätten wir noch 2 Plätze. In New York waren wir noch gar nicht. Da ist die Frage, was ist dort billig und teuer? Eine gute Frage. Stoffe sind hier schon relativ teuer. Ich glaube, hier ist im Moment in Portland gar nichts wirklich billig. Von dem her lohnt es, meine ich, nicht, da irgendwas zu kaufen. Außer vielleicht Kohle. Aber dann ist doppelt gut, dass wir ein bisschen Puffer hatten. Und das haben wir erledigt. Fahren wir nach New York. Vielleicht mit Zwischenstopp in Boston. Dann können wir uns immer noch überlegen, ob wir hier noch was einkaufen. Oder ob wir noch einen Auftrag haben, einen passenden. Da haben wir immer noch die 3 Einheiten Schmuck. Und hier war, glaube ich, die Baumwolle ziemlich günstig. Die nehmen wir mal mit, auch auf die Gefahr hin, dass sie uns nicht wirklich was bringt. Oder ist irgendwas anderes hier interessant? Nehmen wir es mal mit. Einfach weil es noch Platz hat. Aber ich glaube, die ist in New York auch recht billig. Wir werden es gleich mal rausfinden. Ah, haben wir hier vielleicht einen Passagier? Können wir noch schauen. Da können wir einfach aufs Bahnhofsgebäude klicken, dann bekommen wir eine Übersicht. Tatsächlich, die Lavinia möchte nach New York innerhalb von 2 Tagen 14 Stunden. Das könnte knapp werden. Schreiben wir das mal frei. Wie lange dauert das? 1 Tag 17 Stunden. Das sollte genügen. Ich habe die Erfahrung gemacht, ab und zu, dass es ein bisschen länger dauert, wie angegeben. Vielleicht bilde ich mir erst nur ein, aber ein bisschen Puffer habe ich gern. $60 zahlt sie uns. Wir bekommen auch ein bisschen Ansehen. Sehr gut, die ist jetzt hier mit dem Jeremiah am Zug und wir fahren nach New York. Guten Tag, fahren Sie nach New York? Ich habe hier einen dringenden Brief an einen Verwandten, der dort lebt. Können Sie ihn für mich überbringen? Ja, geben Sie mir den Brief, kein Problem. Diese Aufgabe ist sehr dringend und dir bleibt kaum Zeit, dein Ziel zu erreichen. Fahr so schnell du kannst, um dein Ziel in der vorhergesehenen Zeit zu erreichen. Viel Glück. Das ist jetzt so ein bisschen das Tutorial fürs Zugfahren. Im Endeffekt, was man machen muss, ist mit einem Charakter Kohle schaufeln. Das kann auch ein anderer sein. Später hat man ja mehr Charaktere. Und dann ja, einfach ein bisschen Gas geben, Dampf geben. Auch aufpassen, dass der Druck nicht zu hoch steigt, sonst beschädigt man die Lokomotive. Man kann auch Dampf ablassen hier, wenn man zu hohen Druck hat. Das ist so eine extra Beschleunigung, die kann man dann auch mal testen. Und dann gibt es zum Teil noch so Geschwindigkeitslimits oder eben später auch wirklich Gegner, mit denen man hier kämpfen muss. Für das sind auch die grünen Bereiche gedacht. Da sieht man quasi, von wo aus erreicht man da oder wohin kann man hier schießen sozusagen. Hier gibt es teilweise eben Fenster oder Türen, kann man auch in Deckung gehen. Genau, da haben wir jetzt 10 km/h Kurve. Da dürfen wir nicht zu schnell fahren, müssen wir eventuell bremsen, aber wir fahren
dank unserer schwachen Lokomotive auch keine 10 km/h. Wir können vorsichtshalber ein bisschen noch zurückgehen. Sollte uns aber nichts passieren. So, noch gute 280 Meter, dann sind wir am Ziel. Das bleibt jetzt hier so quasi als Geschwindigkeitslimit. Diese Kurve, und nach der Kurve wird das wieder aufgehoben. Dann können wir ein bisschen schneller fahren. Da können wir auch hier das Beschleunigungsventil mal testen. Sprich, jetzt. Bekommen wir so einen kleinen Boost. Das lädt sich dann mit der Zeit wieder auf. Gut, sind wir gleich durch. Würde ich sagen, machen wir auch nach dieser kleinen Fahrt eine Pause. Das war die erste Folge. Ich glaube, die Grundzüge vom Spiel hat man gesehen. Spannend wird es dann auch noch, wenn wir kämpfen müssen. Und wenn die Welt sich ein bisschen weiter öffnet, wenn wir mehr Aufträge bekommen, mehr Waren zum Handeln haben. Also gibt es schon noch einiges zu entdecken. Vor allem freue ich mich auch schon aufs Upgrade unserer Lokomotive. Erfolg, keine Beute, nichts verloren. In dem Fall war das auch nicht wirklich möglich. Allerdings haben wir Erfahrungspunkte gesammelt. Das schauen wir uns dann auch in der nächsten Folge an. Gut, dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vierdenk und baba.